Gesang vom Ende der Lilli Tofler. Frau Zeugin, ist Ihnen der Name Lilli Tofler bekannt? Ja. Lilli Tofler war ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Sie war verhaftet worden, weil sie einem Häftling einen Brief geschrieben hatte. Beim Versuch, dem Häftling den Brief zuzuschmuggeln, war dieser gefunden worden. Lilli Tofler wurde vernommen. Sie sollte den Namen des Häftlings nennen. Boger leitete die Verhöre. Auf seinen Befehl wurde sie in den Bunkerblock gebracht. Dort musste sie sich viele Male nackt zur Wand stellen und es wurde getan, als sollte sie erschossen werden. Man gab die Kommandos zum Schein. Zum Schluss flehte sie auf den Knien, man möge sie erschießen. Wurde sie erschossen? Ja. Frau Zeugin, wissen Sie, was in dem Brief stand? Lilli Tofler fragte in dem Brief, ob es Ihnen möglich sein könnte, jemals weiterzuleben, nach den Dingen, die Sie hier gesehen hatten und von denen Sie wüssten. Frau Zeugin, woher haben Sie diese Kenntnisse? Ich war mit Lilli Tofler befreundet. Sie hatte mir von diesem Brief erzählt. Später sah ich den Brief. Ich arbeitete im Standesamt des Lagers. Da lief die Todesbescheinigung Lilli Toflers ein. Der Brief war beigefügt. Kannten Sie den Häftling, an den der Brief gerichtet war? Ja. Verriet Lilli Tofler seinen Namen? Nein. Die Häftlinge mussten auf dem Appellplatz antreten und Lilli sollte ihren Freund denunzieren. Ich erinnere mich noch genau, wie sie vor ihm stand, ihm kurz in die Augen sah und sofort weiterging, ohne ein Wort zu sagen. Ich las an diesem Tag auch, was auf dem Dach der Küche stand. Da war mit großen Lettern geschrieben: Es gibt einen Weg zur Freiheit, seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe zum Vaterland. Wurde der Häftling, an den der Brief gerichtet war, nie entdeckt? Nein. Herr Zeuge, Sie waren damals Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe des Lagers. Es wurden dort Untersuchungen im Auftrag pharmazeutischer Industrien vorgenommen. Was für Untersuchungen waren das? Das weiß ich nicht. Ich wusste vom Lager nur, dass es sich um ein großes Industriegebiet handelte, in dessen verschiedenen Zweigen Häftlinge als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Herr Zeuge, welcher dieser Industrien unterstand Ihrer Abteilung? Wir gehörten zu den Buna-Werken der IG Farben. Wir arbeiteten alle auf Kriegswirtschaft. War Ihnen bekannt, dass die Häftlinge bei der Einrichtung der Industrien als Arbeitskräfte einkalkuliert waren? Ja, natürlich. Zahlten die Industrien Löhne für die Häftlingsarbeiter? Selbstverständlich, nach bestimmten Tarifen. Was waren das für Tarife? Für einen Facharbeiter wurden 6 Mark pro Tag gezahlt, für einen ungelernten Arbeiter 4 Mark. Wie lang war der Arbeitstag? 11 Stunden. An wen wurde der Lohn ausgezahlt? An die Lagerverwaltung. War Ihnen nicht bekannt, dass die Häftlinge bis zum Äußersten verbraucht und dann getötet wurden? Ich habe mich immer bemüht, mehr für die Häftlinge zu tun, als mir zustand. Ich litt darunter, zu sehen, wie die Häftlinge, die bei uns verpflichtet waren, täglich die kilometerweiten Strecken von ihren Baracken zu den Arbeitslagern zu Fuß zurücklegen mussten. Ich nützte die höchste Dringlichkeitsstufe aus, um darauf zu pochen, dass die in unserem Bereich beschäftigten Arbeitskommandos besser verpflegt wurden und festes Schuhwerk bekamen. Wie viele Häftlinge arbeiteten in Ihrem Betrieb? 500 bis 600. Fiel Ihnen nicht ein starker Wechsel in den Kommandos auf? Ich bemühte mich darum, meine Leute zu behalten. Haben Sie von Misshandlungen gehört? Gehört, ja. Was haben Sie gehört? Ich habe gehört, dass Sie geschlagen wurden. Von wem? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Herr Zeuge, wussten Sie von den Vernichtungsaktionen? Wenn man 3 Jahre dort war, sickerte natürlich das eine und das andere durch. Da wusste man schon, was los war. Aber als ich dann später die ersten Zahlen hörte, da habe ich das überhaupt nicht begriffen. Haben Sie selbst keine dieser Transporte gesehen? Höchstens ein paar Mal. Kennen Sie die Angeklagten in diesem Saal? Einen Teil der Herren kenne ich. Vor allem die Führer unter ihnen.
Wir trafen im Rahmen des rein gesellschaftlichen Verkehrs im Führerheim zusammen. Herr Zeuge, Sie sind heute Ministerialrat. Trafen Sie diese Herren auch nach dem Kriege wieder, nachdem die meisten von Ihnen ins Zivilleben zurückgekehrt waren? Dem einen oder dem anderen mag ich begegnet sein. Kamen Sie bei dieser Gelegenheit auf die damaligen Geschehnisse zu sprechen? Herr Staatsanwalt, es ging uns schließlich allen darum, den Krieg zu gewinnen. Das Gericht hat als Zeugen einberufen drei ehemalige Leiter der mit dem Lager zusammenarbeitenden Industrien. Der eine Zeuge hat dem Gericht ein Attest eingereicht, dass er erblindet sei und deshalb nicht kommen könne. Der andere Zeuge leidet an gebrochenem Rückgrat. Nur ein ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats hat sich eingefunden. Herr Zeuge, stehen Sie heute noch in Zusammenarbeit mit den Industrien, die damals Häftlinge bei sich beschäftigten? Wir protestieren gegen diese Frage, die keinen anderen Zweck hat, als das Vertrauen in unsere Industrie zu untergraben. Ich bin nicht mehr aktiv im Geschäftsleben tätig. Nehmen Sie eine Ehrenrente dieser Industrie entgegen. Ja. Beläuft sich diese Rente auf 300.000 Mark im Jahr? Wir widersprechen dieser Frage. Herr Zeuge, Sie waren von der Industrieseite aus unmittelbar für die Anstellung der Häftlingsarbeiter verantwortlich. Was ist Ihnen über die Vereinbarungen bekannt zwischen der Industrie und der Lagerverwaltung betreffend der Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren? Darüber ist mir nichts bekannt. Dem Gericht liegen Wochenberichte vor, in denen die Rede ist von Häftlingen, die von der Industrie als zu schwach für die Arbeit befunden wurden. Davon ist mir nichts bekannt. Ist Ihnen nicht der körperliche Zustand der Häftlinge aufgefallen? Ich persönlich habe mich immer gegen die Anstellung dieser Arbeitskräfte gewehrt, die sich zumeist aus asozialen oder politisch unzuverlässigen Elementen zusammensetzen. Das Gericht ist im Besitz von Schreiben, in denen die segensreiche Freundschaft zwischen der Lagerverwaltung und der Industrie erwähnt wird. Ich hatte nur meine Pflicht zu tun und dafür zu sorgen, dass die Forderungen der Reichsbehörden erfüllt wurden. Herr Zeuge, lassen Sie es uns deutlich aussprechen und damit die Aussagen bestätigen, in denen ein früherer Zeuge auf das System der Ausbeutung hinwies, das für das Lager galt. Sie, Herr Zeuge, sowie die anderen Direktoren der großen Konzerne, erreichten durch unbegrenzten Menschenverschleiß Jahresumsätze von mehreren Milliarden. Wir protestieren. Wir fordern das Gericht auf, diese Diffamierungen zu Protokoll zu nehmen. Wir rufen als Zeugen auf den Häftling, an den Lilli Tofler den erwähnten Brief gerichtet hatte. Herr Zeuge, wie gelang es Ihnen zu überleben? Ein paar Tage nach Ihrer Einlieferung in den Bunker wurde auch ich dorthin überführt. Ich glaubte, Lilli habe mich verraten, aber ich war nur zusammen mit anderen als Geisel festgenommen worden. Ich hörte doch, dass Lilli sich jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Stunde lang in den Waschraum stellen müsse. Boger drückte ihr während dieser Zeit eine Pistole an die Schläfe. Dies dauerte 4 Tage. Dann wurde ich zusammen mit 50 Häftlingen zur Erschießung geholt. Die ganze Zeit glaubte ich, man wisse, dass der Brief an mich gerichtet gewesen war. Wir mussten uns ausziehen und im Korridor aufstellen. Ich sah, wie der Schreiber auf der Liste hinter meiner Nummer ein Kreuz machte. Papiermäßig war ich bereits tot. Die Häftlinge wurden in den Hof gebracht und erschossen. Nur 2 wurden aus irgendeinem Grund zurückgehalten. Einer der beiden war ich. Ich drückte mich noch im Flur herum, als plötzlich der Bunker Jakob kam und mich in den Hof zog. Ich glaubte, nun auch erschossen zu werden. Aber Jakob zeigte mir nur den Haufen der toten Kameraden. Obenauf lagen die beiden Häftlinge, die den Brief ins Lager geschmuggelt hatten. Etwas weiter abseits lag Lilli mit 2 Herzschüssen. Ich fragte Jakob, wer sie erschossen habe. Er sagte, Boger. Angeklagter Boger, wollen Sie noch etwas sagen? Nein, danke. Gesang vom Unterscharführer Stark.
Der Angeklagte Stark war unser Vorgesetzter im Aufnahmekommando. Ich war dort als Schreiber tätig. Stark war damals 20 Jahre alt. In seinen freien Stunden bereitete er sich zur Reifeprüfung vor. Um seine Kenntnisse zu überprüfen, wandte er sich gern mit Fragen an die Häftlingsabiturienten. Angeklagter Stark, wie kamen Sie ins Lager? Ich wurde zusammen mit einer Gruppe von Unterscharführern angefordert. Wirkten Sie sofort als Blockführer? Dafür waren wir vorgesehen und dafür wurden wir eingesetzt. Waren Sie für diese Tätigkeit vorbereitet worden? Wir hatten die Führerschule hinter uns. Was hatten Sie in der Aufnahmeabteilung zu tun? Ich hatte mich bereit zu halten, wenn Transporte angekündigt waren. Die Häftlinge traten an zum Zählen und zur Übergabe einer Nummer. Damals wurden die Nummern noch nicht eintätowiert. Jeder Häftling bekam seine Nummer in dreifacher Ausfertigung auf Karton. Eine Nummer blieb bei ihm, eine kam zu den Effekten, eine zu den Wertsachen. Seine Pappnummer musste der Häftling aufbewahren, bis er eine Stoffnummer bekam. Nach der Aufnahme waren die Häftlinge für mich erledigt. Angeklagter Stark, waren Sie bei allen ankommenden Transporten zugegen? Befehlsmäßig hatte ich dort zu sein. Was war Ihre Aufgabe bei der Ankunft der Transporte? Ich war dort nur für den Schriftverkehr verantwortlich. Was bedeutet das? Ein Teil der Häftlinge wurde verlegt, die hatte ich einzubuchen. Und die anderen? Die anderen wurden überstellt. Worin bestand der Unterschied? Die Häftlinge, die verlegt wurden, kamen ins Lager. Die überstellten Häftlinge wurden nicht aufgenommen und nicht erfasst. Das ist der Unterschied zwischen Verlegung und Überstellung. Was geschah mit den überstellten Häftlingen? Sie wurden sofort zur Vernichtung ins kleine Krematorium eingeliefert. Wir kannten genau Starks Verhalten, wenn er von einer Tötung kam. Da musste alles sauber und ordentlich in der Stube sein. Und mit Handtüchern hatten wir die Fliegen zu verjagen. Wehe, wenn er jetzt eine Fliege entdeckte. Dann war er außer sich vor Zorn. Noch ehe er seine Feldmütze abnahm, wusch er sich die Hände in einer Schüssel, die der Kalfaktor schon auf den Hocker gleich neben der Eingangstür gestellt hatte. Wenn er sich die Hände gewaschen hatte, zeigte er auf das schmutzige Wasser und der Kalfaktor musste laufen und frisches Wasser holen. Dann gab er uns seine Jacke zum Säubern und wusch sich nochmals Gesicht und Hände. Mein ganzes Leben lang sehe ich Stark, immer Stark. Ich höre, wie er ruft, los, rein, ihr Schweinehunde. Und da mussten wir hinein in die Kammer. In welche Kammer? In die Leichenkammer des alten Krematoriums. Da lagen mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder wie Pakete. Auch Kriegsgefangene waren darunter. Los, Leichen ausziehen, rief Stark. Ich war 18 Jahre alt und hatte noch keine Toten gesehen. Ich blieb stehen, da schlug Stark auf mich ein. Hatten die Toten Wunden? Ja. Waren es Schusswunden? Nein, die Menschen waren vergast worden. Sie lagen steif übereinander, manchmal zerrissen die Kleider. Da wurden wir wieder geschlagen. Mussten die Menschen sich nicht vorher ausziehen? Das war später, in den neuen Krematorien, da gab es Auskleideräume. Angeklagter Stark, wie groß waren die Gruppen der Menschen, die Sie zur Tötung abzuführen hatten? Im Durchschnitt 150 bis 200 Stück. Es waren auch Kriegsgefangene zwischen diesen Menschen. Ja, diese Gefangenen hatten laut Befehl jeden Anspruch auf ehrenhafte Behandlung verloren. Angeklagter Stark, im Herbst 1941 wurden große Mengen sowjetischer Kriegsgefangener in das Lager eingeliefert. Unseren Protokollen nach waren Sie zuständig für die Bearbeitung dieser Kontingente. Ich hatte mit diesen Transporten nur Auftragsmäßiges zu tun. Was bedeutet Auftragsmäßiges? Ich hatte sie lediglich abzuführen und ihre Karteikarten mit dem Vermerk des Erschießungsbefehls entgegenzunehmen. Des Weiteren hatte ich ihre Erkennungsmarken abzubrechen und die Nummern in der Kartei zu verwahren. Welcher Grund war für die Erschießung der Kriegsgefangenen angegeben worden? Es handelte sich um die Vernichtung einer Weltanschauung. Mit ihrer fanatischen politischen Einstellung gefährdeten diese Gefangenen die Sicherheit des Lagers. Wo wurden die Erschießungen ausgeführt?
Im Hof von Block 11. Nahmen Sie an den Erschießungen teil? In einem Fall ja. Wie ging das vor sich? Die Leute waren verlesen worden und die Formalitäten waren erledigt. Sie wurden nacheinander in den Hof geführt. Es war schon ziemlich am Ende, da sagte Grabner, hier macht er stark weiter. Vorher hatten die anderen Blockführer abwechselnd geschossen. Wie viele haben Sie erschossen? Das weiß ich nicht mehr. Waren es mehr als einer? Ja. Mehr als zwei? 4 bis 5 werden es schon gewesen sein. Sträubten Sie sich nicht, an der Erschießung teilzunehmen? Es war ja Befehl. Ich hatte hier als Soldat zu handeln. Hatten Sie noch mit anderen Erschießungen zu tun? Nein. Ich kam dann auf Urlaub, um mein Schulstudium zu beenden. Wann traten Sie den Urlaub an? Im Dezember 1941. Wann brachten Sie Ihr Schulstudium zum Abschluss? Im Frühjahr 1942 erlegte ich die Reifeprüfung. Kehrten Sie anschließend ins Lager zurück? Ja, auf kürzere Zeit. Wir möchten zu bedenken geben, dass unser Mandant 20 Jahre alt war, als er zur Lagerarbeit abkommandiert wurde. Wie Zeugen bestätigten, hatte er rege geistige Interessen. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass unser Mandant ein Jahr nach Abschluss der Schulstudien einen weiteren Urlaub erhielt, um Rechtswissenschaft zu studieren. Gleich nach dem Krieg, als er sich in normalisierte Verhältnisse einleben durfte, entwickelte er sich vorbildlich. Er studierte zunächst Landwirtschaft, legte das Assessorenexamen ab, war Sachbearbeiter für Wirtschaftsberatung und bis zu seiner Verhaftung als Lehrer an einer Landwirtschaftsschule tätig. Angeklagter Stark, wirkten Sie mit bei den ersten Vergasungen, die Anfang September 1941 probeweise an sowjetischen Kriegsgefangenen vorgenommen wurden? Nein. Angeklagter Stark, im Herbst und Winter 1941 begannen die Massenvernichtungen von sowjetischen Kriegsgefangenen. Diesen Vernichtungen fielen 25.000 Menschen zum Opfer. Sie hatten mit der Erfassung dieser Gefangenen zu tun. Sie haben von ihrer Tötung gewusst. Sie haben die Tötung gebilligt und die notwendige Teilarbeit geleistet. Wir protestieren auf das Dringlichste gegen diese Angriffe auf unsere Mandanten. Pauschale Beschuldigungen sind ohne jegliche Bedeutung. Zur Behandlung stehen nur klar bewiesene Fälle von Täterschaft und Mittäterschaft in Zusammenhang mit Mordvorwürfen. Jeder auch nur leiseste Zweifel muss zugunsten des Angeklagten ausschlagen. Angeklagter Stark, haben Sie nie bei Vergasungen mitgewirkt? Einmal musste ich damit tun. Was hatten Sie zu tun? Ich stand draußen vor der Treppe, nachdem ich die Leute ins Krematorium geführt hatte. Die Sanitäter, die für die Vergasung zuständig waren, hatten die Türen zugeschlossen und trafen ihre Vorbereitungen. Woraus bestanden die Vorbereitungen? Sie stellten die Büchsen bereit und setzten sich Gasmasken auf. Dann gingen sie die Böschung hinauf zum flachen Dach. Im Allgemeinen waren 4 Leute erforderlich. Diesmal fehlte einer. Und sie riefen, dass sie noch jemanden brauchten. Weil ich der Einzige war, der hier rumstand, sagte Grabner, los, hier helfen. Ich bin aber nicht gleich gegangen. Da kam der Schutzhaftlagerführer und sagte, etwas plötzlich, wenn Sie nicht draufgehen, werden Sie mit reingeschickt. Da musste ich hinauf und beim Einfüllen helfen. Wo wurde das Gas eingeworfen? Durch Luken in der Decke. Was haben denn die Menschen da unten gemacht in diesem Raum? Das weiß ich nicht. Haben Sie nichts gehört von dem, was sich da unten abspielte? Die haben geschrien. Wie lange? So 10 bis 15 Minuten. Wer hat den Raum geöffnet? Ein Sanitäter. Was haben Sie da gesehen? Ich habe nicht genau hingesehen. Hielten Sie das, was ich Ihnen zeigte, für Unrecht? Nein, durchaus nicht. Nur die Art. Was für eine Art? Wenn jemand erschossen wurde, dann war das etwas anderes. Aber die Anwendung von Gas, das war unmännlich und feige. Angeklagter Stark, während Ihrer Studien zur Reifeprüfung, kam Ihnen da niemals ein Zweifel an Ihren Handlungen? Herr Vorsitzender, ich möchte das einmal erklären. Jedes dritte Wort schon in unserer Schulzeit handelte doch von denen, die an allem schuld waren und die ausgemerzt werden mussten. Es wurde uns eingehämmert, dass dies nur zum Besten des eigenen Volkes sei.
In den Führerschulen lernten wir vor allem, alles stillschweigend entgegenzunehmen. Wenn einer noch etwas fragte, dann wurde gesagt, was getan wird, geschieht nach dem Gesetz. Da hilft es nicht, dass heute die Gesetze anders sind. Man sagte uns, ihr habt zu lernen. Ihr habt die Schulung nötiger als Brot. Herr Vorsitzender, uns wurde das Denken abgenommen. Das taten ja andere für uns. Gesang von der schwarzen Wand. Die Erschießungen wurden vor der schwarzen Wand ausgeführt, im Hof des Block 11. Von wo wurden die Verurteilten zur schwarzen Wand geführt? Sie kamen aus der Seitentür des Block 11. Beschreiben Sie diesen Vorgang. Der Bunker Jakob erschien mit jeweils zwei entkleideten Häftlingen. Wer war dieser Bunker Jakob? Der Bunker Jakob war der diensthabende Funktionshäftling im Block 11. Er war ein großer, kräftiger Mann, ein ehemaliger Boxer. Wie wurden die Häftlinge hinausgeführt? Jakob befand sich zwischen ihnen und hielt sie an den Oberarmen fest. Alles ging im Laufschritt vor sich. Wenn Jakob die Häftlinge zur Wand gebracht hatte, lief er zurück, um die nächsten zu holen. Wie wurden die Erschießungen ausgeführt? Die Häftlinge wurden mit dem Gesicht zur Wand gestellt, 1 bis 2 Meter voneinander entfernt. Dann trat der Erschießende an den ersten heran, hob das Gewehr an dessen Genick und schoss aus einer Entfernung von etwa 10 Zentimetern. Der Danebenstehende sah es. Sobald der Erste gefallen war, kam er an die Reihe. Wen haben Sie bei den Erschießungen an der schwarzen Wand gesehen? Den Lagerkommandanten, den Adjutanten, den Chef der politischen Abteilung Grabner sowie seine Mitarbeiter. Unter anderem sah ich Broad, Stark... Sind Sie sicher, dass der Adjutant dort war? Er war eine bekannte Persönlichkeit. So wie man den Kommandanten kannte, kannte man auch den Adjutanten. Wer von den Angeklagten war bei den Erschießungen tätig? Eigenhändig erschießen sah ich Boger, Broad, Stark, Schlage und Kaduk. Angeklagter Boger, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Ich habe im Lager keinen Schuss abgegeben. Angeklagter Broad, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Solche Aufgaben hatte ich nie durchzuführen. Angeklagter Schlage, haben Sie als Aufseher im Block 11 auch an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Dazu war ich nicht befugt. Angeklagter Kaduk, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? In dem Block 11, da kam ich überhaupt nie hin. Was hier über meine Person gesagt wird, das ist glatte Lüge. Herr Zeuge, wurden vor den Erschießungen Todesurteile verlesen? Bei den meisten Erschießungen nicht. Im Allgemeinen wurden die Häftlinge einfach aus den Zellen des Block 11 heraufgeholt. Es gab solche, die auf der Bahre zur Wand getragen wurden. Wir rufen als Zeugen auf den damaligen weisunggebenden Vorgesetzten der hier befindlichen Angeklagten. Herr Zeuge, Sie waren Chef der zuständigen Zentrale der Sicherheitspolizei und Vorsitzender des Standgerichts. Was hatten Sie als solcher mit den Hinrichtungen zu tun, die von der politischen Abteilung im Lager durchgeführt wurden? Meine Dienststelle hatte mit den Handhabungen der politischen Abteilung im Lager nicht das Geringste zu tun. Mir standen ausschließlich Fälle von Partisanen zur Verhandlung. Diese wurden ins Lager überführt und dort in einen Sitzungsraum abgeurteilt. Wo befand sich dieser Sitzungsraum? In irgendeiner Baracke. Lag der Sitzungsraum nicht im Block 11? Da bin ich überfordert. Sind Sie nie im inneren Gebiet des alten Lagers gewesen? Da bin ich überfordert. Sind Sie nie durch das Lagertor gegangen? Es ist möglich. Ich erinnere mich, dass da eine Musikkapelle spielte. Waren Sie nie im Hof von Block 11? Vielleicht einmal. Da soll eine Mauer gewesen sein. Ich habe sie aber nicht mehr in Erinnerung. Eine schwarz gestrichene Mauer muss doch auffallen. Ich habe keine Erinnerung. Herr Zeuge, Sie waren also der Vorsitzende. War denn auch ein Verteidiger dabei? Wenn einer gewünscht wurde? Wurde mal einer gewünscht. Es kam selten vor. Und wenn es vorkam? Dann wurde einer bestellt. Wer war der Verteidiger? Ein Beamter der Dienststelle.
Gestanden die Verhafteten? Da gab es nichts zu leugnen. Wie kam es zu den Geständnissen? Durch Vernehmungen. Wer führte die Vernehmungen aus? Die politische Abteilung. Hatten Sie als Richter keine Bedenken, auf welche Art die Geständnisse herbeigeführt wurden? Ich kann nichts dafür, wenn der eine oder der andere meiner Leute seine Befugnisse überschritten hat. Wurden bei den Vernehmungen Zeugen gehört? In der Regel nicht. Wir fragten, ob alles stimme, und sie sagten alle ja. Sie hatten also nur Todesurteile auszusprechen? Ja. Freisprüche gab es praktisch nicht. Verfahren wurden nur eröffnet, wenn alles klar war. Haben Sie niemals Anzeichen bei den Beschuldigten erkannt, die auf unzulässige Behandlung hätten schließen lassen? Nein. Sind auch Frauen und Kinder vor der Schwarzen Wand erschossen worden? Davon ist mir nichts bekannt. Zwischen den Häftlingen, die zur Aburteilung durch das Standgericht in den Block eingeliefert wurden, befanden sich zahlreiche Frauen und Minderjährige. Der Richter verlas das Urteil, er nannte nur den Namen und sagte dann: Sie sind zum Tode verurteilt. Die meisten der Verurteilten verstanden die Sprache nicht und wussten gar nicht, warum man sie verhaftet hatte. Vom Gerichtszimmer wurden sie sofort zum Auskleiden in den Waschraum geführt und von dort in den Hof gebracht. Herr Zeuge, wie viele Urteile hatten Sie als Vorsitzender des Standgerichts zu verlesen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wie oft wurden Sie zur Urteilssprechung einberufen? Das weiß ich nicht mehr. Wie lange dauerte eine Sitzung des Standgerichts? Das kann ich nicht sagen. Herr Zeuge, Sie sind heute Leiter eines großen kaufmännischen Betriebes. Als solcher müssen Sie gewohnt sein, mit Ziffern und Zeitberechnungen umzugehen. Wie viele Menschen wurden von Ihnen verurteilt? Das weiß ich nicht. Bei einer Sitzung des Standgerichtes wurden im Durchschnitt 100 bis 150 Todesurteile verlesen. Die Sitzung dauerte 1,5 bis 2 Stunden und fand alle 2 Wochen statt. Herr Zeuge, wie viele Menschen wurden Ihrer Schätzung nach insgesamt vor der Schwarzen Wand erschossen? Aus den Totenbüchern und unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass zusammen mit den gewöhnlichen Bunkerleerungen annähernd 20.000 Menschen vor der Schwarzen Wand erschossen wurden. Im Herbst 1943 sah ich ganz früh morgens im Hof von Block 11 ein kleines Mädchen. Es hatte ein rotes Kleid an und trug einen Zopf. Es stand alleine und hielt die Hände an der Seite wie ein Soldat. Einmal bückte es sich und wischte den Staub von den Schuhen. Dann stand es wieder still. Da sah ich Boga in den Hof kommen. Er hielt das Gewehr hinter seinem Rücken versteckt. Er nahm das Kind an der Hand. Es ging ganz brav mit und ließ sich mit dem Gesicht gegen die schwarze Wand stellen. Das Kind sah sich noch einmal um. Boga drehte ihm den Kopf wieder gegen die Wand, hob das Gewehr und erschoss das Kind. Wie kann der Zeuge das gesehen haben? Ich war dabei, den Waschraum zu säubern, der sich gleich neben dem Hofausgang befand. Herr Vorsitzender, ich habe kein Kind erschossen. Ich habe überhaupt niemanden erschossen. Ich habe Boga oft vor der schwarzen Wand gesehen. Ich höre noch, wie er einem Häftling zuschreit, Kopf hoch, und ihm dann ins Genick schießt. Können Sie sich nicht getäuscht haben und Boga mit einem anderen verwechseln? Wir alle kannten Boga und seinen watschelnden Gang. Wir sahen ihn oft mit umgehängtem Gewehr auf seinem Rad zum Block 11 fahren. Manchmal zog er einen Häftling wie ein Hündchen an einer Schnur hinter sich her. Angeklagter Boga, wollen Sie Ihre Erklärung, nie im Lager geschossen zu haben, nicht noch einmal überdenken?
Ich bleibe bei meiner Aussage. Heute und in 1000 Jahren. Ich hätte nicht einmal Angst davor gehabt, einen Schuss abzugeben. Denn das wäre nur Erfüllung eines dienstlichen Befehls gewesen. Immer wenn es hieß, der Burger ist im Haus, dann wussten wir, was bevorstand. Burger wurde bei uns der schwarze Tod genannt. Ich habe noch viele andere Spitznamen gehabt. Wir alle haben Spitznamen gehabt. Das beweist noch nichts. Angeklagter Burger, es ist in diesem Prozess wiederholt von Zeugen ausgesagt worden, dass Sie im Lager Menschen getötet haben. Sind Sie der Meinung, dass alle diese Aussagen erfunden sind? Ich war des Öfteren bei Erschießungen zugegen. Es ist anzunehmen, dass die Zeugen mich mit anderen verwechseln. Der Burger wurde geschnappt. Da ist ja klar, dass sich der ganze Hass auf mich auslädt. Haben Sie in keinem einzigen Fall geschossen? Ich habe einmal. Sie haben einmal geschossen? Das war ein Einzelfall, wo ich befehlsmäßig an Erschießung teilnahm. Wie ging das vor sich? Bei einer Bunkerentleerung befahl Grabner einmal, es schießt weiter der Oberscharführer Burger. Wie oft schossen Sie? 2-mal. In einem einzigen Fall. Später habe ich mich geweigert, an solchen Dingen teilzunehmen. Ich habe gesagt, entweder bin ich hier oder ich arbeite im Erkennungsdienst. Beides zusammen kann ich nicht verkraften. Was waren das für Menschen, die Sie damals zu erschießen hatten? Sie gehörten zu einem Transport, der erkennungsdienstlich nicht verarbeitet worden war. Das heißt, es wurde gar nicht daran gedacht, dass diese Leute überleben könnten. Das glaube ich auch. Angeklagter Burger, warum haben Sie bisher immer gesagt, dass kein Mensch im Lager durch Sie zu Tode gekommen sei? Herr Präsident, wenn eine solche Fülle auf mich zukommt, dann ist es unmöglich, sich von Anfang an festzulegen. Und Sie bleiben dabei, nur in 2 Fällen geschossen zu haben. Und dabei, dass nie jemand nach verschärften Vernehmungen gestorben ist. Ja, das ist mein heiligen Eide wahr. Herr Zeuge, wann hatten Sie sich als Mitglied des Leichenträgerkommandos im Hof des Block 11 einzufinden? Wir wurden etwa 1 Stunde vor der Exekution angefordert. Wo warteten die Häftlinge, die zur Exekution bestimmt waren? Sie warteten im Waschraum und im Gang davor. Was für Vorbereitungen wurden getroffen? Wenn die Häftlinge aus dem Keller kamen, mussten sie ihre Kleider im Waschraum oder im Flur ablegen. Sie bekamen ihre Nummern mit einem angefeuchteten Anilinstift auf die Brust geschrieben. Der Häftlingsschreiber überprüfte die Nummern und strich dann die Nummern derjenigen, die auf den Hof geführt wurden, auf der Liste ab. Wie lautete der Befehl, der die Verurteilten hinausrief? Der Befehl hieß: Ab. Da lief der Bunker Jakob mit den ersten hinaus. Sobald sie an der Wand standen, wurde auch uns der Befehl zugerufen. Ab. Und wir liefen mit unserer Bahre los. Manchmal dauerte es länger. Dann stellten wir uns hinter den Männern, die Exekutierten, auf. Wie schafften Sie die Gefallenen fort? So wie sie in den Sand gefallen waren, der vor der Wand gestreut war, packten wir sie an den Händen und Beinen und legten den ersten rücklings auf die Bahre und den anderen umgekehrt darüber, so dass er mit dem Gesicht zwischen den Beinen des unteren lag. Dann rannten wir nach vorn zur Abflussrinne und kippten die Toten aus. Wo befand sich diese Rinne? Am Saumstein der linken Hofseite. Was geschah dann? Während wir mit der Bahre zur Abladestelle rannten, lief Jakob schon mit den beiden Nächsten zur Wand. Und die beiden anderen Träger liefen mit ihrer Bahre hinterher. Wir legten die Toten in mehreren Schichten übereinander, und zwar so, dass die Köpfe über der Rinne lagen zum Abfluss des Bluts. Einmal sagte Schlage zu einem, der noch lebte:
Steh auf. Ich sah, wie der Angeschossene aufstehen wollte. Da sagte Schlage, bleib liegen. Und er schoss ihm ins Herz und in beide Schläfen. Aber der Mann lebte immer noch. Schlage sagte, der hat ein Leben wie eine Katze. Angeklagter Schlage, was haben Sie dazu zu sagen? Das ist mir ein Rätsel. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Im Sommer 1944, da wurde ein Mann abgeladen, der mir schon aufgefallen war, als er sich zur Exekution auskleidete. Es war ein Riese. Ich sah ihn dann im Waschraum liegen. Da waren Männer in weißen Mänteln und mit Chirurgenbestecken. Es war ihm Fleisch aus dem Bauch geschnitten worden. Zuerst glaubten wir, er habe etwas verschluckt und sie holten es wieder heraus. Aber danach geschah es öfter, dass den Leichen Fleisch entnommen wurde. Einmal hatten wir 70 Frauenleichen abzuholen. Die Brüste waren ihnen entfernt worden. Und am Unterleib und an den Schenkeln hatten sie tiefe Schnitte. Sanitäter verluden Gefäße mit Menschenfleisch auf ein Motorrad mit Beiwagen. Wir hatten die Leichen auf der Fuhre mit Brettern zu verdecken. Im Versuchsblock 10 sah ich durch eine Ritze der Fensterverschalung die Leichen unten im Hof. Wir hatten ein Summen gehört. Es waren die Fliegenschwärme. Der Boden des Hofs war voll Blut. Und dann sah ich, wie die Henker da, rauchend und lachend, über den Hof gingen. Diese Beleidigungen unserer Mandanten können wir nicht durchgehen lassen. Wir wünschen sie, protokolliert zu haben. Gesang vom Phenol. Den Sanitätsdienstgrad Claire beschuldige ich der tausendfachen eigenmächtigen Tötung durch Phenolinjektionen ins Herz. Das ist Verleumdung! Nur in einigen Fällen hatte ich die Abspritzungen zu überwachen. Und auch dies nur mit größtem Widerwillen. Jeden Tag wurden auf der Krankenstation mindestens 30 Häftlinge getötet. Manchmal waren es bis zu 200. In welchem Raum wurden die Injektionen gegeben? Im Zimmer 1. Das war das Arztzimmer. Es lag am Ende des Mittelgangs. Wo warteten die Häftlinge? Sie hatten sich im Korridor aufzustellen. Die Schwerkranken lagen auf dem Boden. Zu zweit rückten sie ins Arztzimmer vor. Der Arzt Dr. Entres übergab Claire ein Drittel der Patienten. Dies war Claire nicht genug. Wenn der Arzt gegangen war, nahm Claire noch nachträgliche Aussonderungen vor. Haben Sie das selbst gesehen? Ja, das habe ich selbst gesehen. Claire liebte abgerundete Zahlen. Wenn ihm eine Schlusszahl nicht gefiel, suchte er sich die fehlenden Opfer in den Krankenräumen zusammen und befahl den ausgesuchten Kranken, ihm zu folgen. Wie lautete dieser Befehl? Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit und du. Herr Vorsitzender, diese Behauptung ist unwahr. Zum Selektieren war ich nicht ermächtigt. Was hatten Sie denn zu tun? Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die richtigen Häftlinge rüberkamen. Und was taten Sie beim Ausgeben der Injektionen? Das möchte ich auch mal wissen. Ich stand da nur rum. Die Behandlungen wurden von Funktionshäftlingen ausgeführt. Ich hielt mich da fern. Ich ließ mich von den verseuchten Kranken doch nicht anhauchen. Ich war verantwortlich A für die Ordnung und Sauberkeit, B für die Registrierung, C für die Verpflegung der Patienten. Laufend waren dort etwa 500 bis 600 Kranke. Wie wurden Sie registriert? Jede Krankmeldung wurde karteimäßig erfasst. Ferner wurden die Aussonderungen zwischen den Arztvorstellern verbucht. Was waren Arztvorsteller? Häftlinge, deren Gesundheitszustand kritisch war. Wie wurden die Aussonderungen vorgenommen? Der Lagerarzt sah sich den Häftling an und die Karteikarte mit der Diagnose. Wenn er die Karte nicht mehr an den Häftlingsarzt zurückgab, sondern an den Häftlingsschreiber, dann bedeutete dies, dass der Häftling zur Injektion bestimmt worden war. Was geschah darauf? Die Karten wurden auf einem Tisch aufgehäuft und verarbeitet.
Was bedeutet verarbeitet? Der Häftlingsschreiber hatte nach den Karteikarten eine Liste anzufertigen. Die Liste wurde den Sanitätsdienstgraden übergeben. Nach dieser Liste hatten wir die Kranken abzuführen. Weihnachten 1942 kam Claire zu uns in den Krankenraum und sagte, ich bin heute der Lagerarzt. Ich nehme heute die Arztvorstelle entgegen. Mit der Spitze seiner Pfeife deutete er auf 40 von ihnen und bestimmte sie für die Injektion. Nach Weihnachten wurde für den Sanitätsdienstgrad Claire eine Zusatzration angefordert. Ich sah dieses Schreiben. Da stand, für die am 24.12.1942 ausgeführte Sonderbehandlung werden angefordert ein Fünftel Liter Schnaps, 5 Zigaretten und 100 Gramm Wurst. Das ist ja lächerlich. Weihnachten fuhr ich jedes Mal auf Heimaturlaub. Das kann meine Frau bezeugen. Angeklagter Claire, wollen Sie daran festhalten, dass Sie an keiner Aussonderung und Tötung durch Phenol teilgenommen haben? Ich hatte nur gegebene Anordnungen zu überwachen. Haben Sie sich nie geweigert, bei diesen Handlungen dabei zu sein? Herr Präsident, wir waren doch alle in der Zwangsjacke. Wir waren doch genau solche Nummern wie die Häftlinge. Für uns begann der Mensch erst beim Akademiker. Wir hätten es mal wagen sollen, etwas in Frage zu stellen. Wurden Sie nie gezwungen, selbst eine Spritze zu geben? Einmal, als ich mich beschwerte, sagte der Arzt zu mir, in Zukunft werden Sie das selbst machen. Und da nahmen Sie selbst Aussonderungen und Tötungen vor? In einigen Fällen, ja. Gezwungenermaßen. Wie oft mussten Sie Spritzen geben? Und gewöhnlich zweimal in der Woche. Und zwar an etwa 12 bis 15 Mann. Ich war aber nur 2 bis 3 Monate dabei. Das wären mindestens 200 Getötete. 250 bis 300 können es gewesen sein. Ich weiß das nicht mehr so genau. Es war ein Befehl. Ich konnte nichts dagegen tun. Der Sanitätsdienstgrad Claire war an der Tötung von mindestens 16.000 Häftlingen beteiligt. Da biegen sich ja die dicksten Eichenbalken. 16.000 soll ich abgespritzt haben, wo doch das ganze Lager nur 16.000 Mann zählte. Da wäre ja nur noch der Musikzug übrig geblieben. Angeklagter Claire, wie haben Sie die Häftlinge getötet? So wie es vorgeschrieben war, mit einer Phenolspritze in den Herzmuskel. Aber ich tat es ja nicht allein. Wer war noch dabei? Daran kann ich mich nicht erinnern. Herr Zeuge, Sie gehörten zu den Häftlingsärzten im Krankenblock. Haben Sie gesehen, dass Claire tötete? Selbst habe ich es nicht gesehen. Die beiden Häftlinge Schwarz und Gebhardt, die während der Injektionen die Opfer festhalten mussten, erzählten mir davon. Aber wir haben uns nicht lange darüber aufgehalten. Es war solch ein alltägliches Ereignis. Herr Zeuge, Sie nennen andere Namen im Zusammenhang mit diesen Funktionshäftlingen. Hießen die Häftlinge nicht Werl und Felix? Es waren mehrere Funktionshäftlinge, die diesen Dienst auszuführen hatten. Führten diese Funktionshäftlinge nicht auch die Tötungen aus? Anfangs mussten sie das tun. Die Häftlinge wurden also von ihren eigenen umgebracht. Wir protestieren gegen diese Taktik der Verteidigung, die den Häftlingen Handlungen vorwirft, die sie unter Todesdrohung auszuführen hatten. Dieser Bedrohung unterlagen auch die Mannschaften des Lagers. Es ist in keinem Fall erwiesen, dass demjenigen, der sich weigerte, bei Tötungen mitzuwirken, etwas geschehen wäre. Das ist heute leicht zu sagen. Wir rufen als Zeugen auf einen der ehemaligen befehlsführenden Lagerärzte. Herr Zeuge, hatten Sie dienstlich mit den Angeklagten Claire, Schärpe und Hantl zu tun? Ich kam mit diesen Herren nicht in Berührung. Waren Sie nicht Ihr Vorgesetzter? Ihr Vorgesetzter war ausschließlich der Standortarzt. Ich hatte nur Schreibarbeiten auszuführen. Herr Zeuge, was für einen ärztlichen Rang hatten Sie bei Ihrer Einberufung ins Lager? Ich war Universitätsprofessor. Und mit Ihrer hohen Fachausbildung hatten Sie nur Schreibstubendienst zu leisten? Zeitweise war ich auch in der Pathologie tätig. Hatten Sie keine Häftlinge für den Angeklagten Claire auszusuchen? Davor habe ich mich geweigert. Waren Sie nie bei Aussonderungen dabei? Nur als Begleiter des zuständigen Arztes. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass denjenigen, die an den Aktionen beteiligt waren, Sonderrationen zugesprochen wurden? Ich finde es menschlich verständlich,
dass den Leuten für ihre schwere Arbeit Rationen von Schnaps und Zigaretten erteilt wurden. Es war ja Krieg. Und Schnaps und Zigaretten waren knapp, da waren sie hinterher. Die Bons sammelte man und dann ging man mit der Flasche hin. Sie auch? Ja, da ging jeder hin. Wie verhielten Sie sich angesichts der Aussonderungen? Ich konnte da gar nichts tun. Schon bei meiner Ankunft sagte der Truppenarzt zu mir, wir befinden uns hier am Arsch der Welt und wir haben danach zu handeln. Herr Zeuge, waren Sie bei Injektionen zugegen? Ja. Da musste ich einmal hingehen. Herr Zeuge, das Gericht ist im Besitz Ihres Tagebuchs, das Sie im Lager schrieben. Hier ist zunächst zu lesen. Heute gab's zum Mittag Hasenbraten. Eine ganz dicke Keule mit Mehlklößen und Rotkohl. Dann steht da, 6 Frauen von Claire abgeimpft. Das muss ich wohl gehört haben. Wir lesen weiter. Bei wunderschönem Wetter eine Radtour gemacht. Dann bei 11 Exekutionen zugegen, 3 Frauen, die ums Leben flehten, lebend frisches Material von Leber, Milz und Pankreas nach Pilviapin-Injektionen entnommen. Was bedeutet das? Ich hatte auf Befehl, Obduktionen vorzunehmen. Diese Arbeit stand einzig im Dienst an der Wissenschaft. Mit den Tötungen hatte ich nichts zu tun. Hatten Sie die Menschen, denen Sie Fleisch entnahmen, vor der Tötung zur Obduktion bestimmt? Wir protestieren gegen diese Frage. Unser Mandant hat seine Strafe bereits verbüßt und der Prozess kann ihm ja nicht noch einmal gemacht werden. Herr Zeuge, warum benutzen Sie Menschenfleisch für Ihre Untersuchungen? Weil die Wachmannschaften das Rind- und Pferdefleisch, das wir für bakteriologische Versuche geliefert bekamen, aufaßen. Was geschah mit den Häftlingen, die zur Phenolinjektion bestimmt worden waren? Sie wurden vom Korridor aus zu zweit in das Arztzimmer geführt. Wie sah das Arztzimmer aus? Es war ein weißgestrichener Raum. Wie war die Einrichtung des Zimmers? Da waren ein paar Spinde und Schränke und dann war da der Vorhang. Herr Zeuge, woher haben Sie Ihre Kenntnisse? Ich gehörte zu den Leichenträgern. Wir befanden uns im anschließenden Waschraum. Die Tür stand offen und wir konnten alles sehen. Einer der beiden Funktionshäftlinge, die hinter dem Vorhang bereit standen, holte einen der Häftlinge zur Injektion. Der andere musste vor dem Vorhang warten. Der zweite Funktionshäftling hatte unterdessen die Injektionsspritze gefüllt. Die Flüssigkeit hatte eine rötliche Färbung, da die Nadel nur selten gewechselt wurde und von den Stichen blutig war. Wen sahen Sie bei der Ausgabe der Injektion? Claire übernahm die gefüllte Spritze. Er hatte eine Gummischürze umgebunden, trug Gummihandschuhe und hohe Gummistiefel. Die Ärmel seines weißen Kittels waren aufgekrempelt. Was geschah nun mit dem Häftling? Wenn er noch ein Hemd anhatte, musste er dieses ausziehen und sich mit entblößtem Oberkörper auf den Schemel setzen. Er musste den linken Arm seitlich anheben und die Hand vor den Mund legen. Auf diese Weise wurde der Schrei erstickt und das Herz lag frei. Die beiden Funktionshäftlinge hielten ihn fest. Wie hießen die Funktionshäftlinge? Sie hießen Schwarz und Weiß. Schwarz hielt den Häftling an den Schultern, Weiß drückte ihm die Hand auf den Mund und Claire stach ihm die Spritze ins Herz. Trat der Tod augenblicklich ein? Die meisten gaben noch einen schwachen Ton von sich, als ob sie ausatmeten. Im Allgemeinen waren sie dann tot. Manchmal aber röchelte einer noch und veränderte erst auf dem Boden des Waschraums. Einige gingen im Agoniezustand mit uns mit. Die anderen
wurden abgeschleift an einer Lederschlaufe, die wir ihnen ums Handgelenk legten. Es ging sehr schnell. Oft wurden 2 bis 3 Kranke binnen einer Minute erledigt. Kam es vor, dass noch Lebende mit den Toten fortgeschafft wurden? Das kam vor. Und sie wurden lebendig verbrannt? Ja. Oder vor den Öfen mit der Schaufel erschlagen. Geschah es nie, dass Häftlinge sich wehrten? Einmal war ein Geschrei. Da sah ich folgendes Bild. Auf einem halbnackten, mit Blut beschmierten Mann saßen die beiden Funktionshäftlinge. Der Kopf des Mannes war aufgeschlagen. Ein Schürhaken lag auf dem Boden. Clear stand daneben, die Spritze in der Hand. Clear kniete sich auf den Mann, der immer noch gewaltsam mit den Beinen um sich stieß, und stach ihm die Spritze hinein. Angeklagter Clear, was haben Sie zu diesen Beschuldigungen zu sagen? Von dem hier erwähnten Fall weiß ich nichts. Ist Ihnen der Zeuge bekannt? Herr Vorsitzender, wichtig ist, dass ich diesen Zeugen gar nicht kenne. Ich kenne sonst jeden Häftling, der im Leichenkommando beschäftigt war. Befanden sich zwischen den Getöteten auch Kinder? Im Frühjahr 1943, da wurden einmal über 100 Kinder getötet. Wer führte die Tötung aus? Die Tötung wurde von den Sanitätsdienstgraden Hantel und Schärpe durchgeführt. Herr Zeuge, können Sie die genaue Zahl dieser getöteten Kinder angeben? Es waren 119 Kinder. Angeklagter Schärpe, haben Sie sich an dieser Tötung beteiligt? Herr Direktor, ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich nie einen Menschen getötet habe. Angeklagter Hantel, was haben Sie zu sagen? Dass bei uns auch Kinder angekommen sind, ist mir völlig fremd. Bitte, Herr Schärpe, habe ich etwas mit Ihnen an Kindern getrieben? Sie können hier keine Fragen an Mitangeklagte stellen. Wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie an der Tötung durch Injektionen teilgenommen haben. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Waren Sie bei den Injektionen zugegen? Ich habe mich erst geweigert. Ich habe gesagt, ist es absolut erforderlich, dass ich mir diese Mistgeschichte mit ansehen muss. Dann war ich auch nur ungefähr 8 bis 10 Mal dabei. Wie viele wurden da jedes Mal getötet? Mehr als 5 bis 8 Mal waren es nicht. Dann war es schon aus. Hantel hat dabei geholfen, die Kranken auszusuchen und zu töten. Es wurden fast täglich Injektionen gegeben. Nur sonntags nicht. Da muss ich ja lachen. Das ist ja ein Unsinn ohnegleichen. Ich kann mir auch gar nicht erklären, warum gerade dieser Zeuge mich anzeigt, wo ich ihm doch einmal geholfen habe, als er Sabotage betrieben hatte. Was war das für Sabotage? Er hatte Bettwäsche gestohlen. Ich habe überhaupt alles für die Häftlinge getan, was ich konnte. Ich habe Heizgeräte für sie organisiert. Und Radieschen. Und an den Tötungen haben Sie sich nicht beteiligt? Nein, und wieder nein. Herr Zeuge, setzen Sie Ihren Bericht über die Kinder fort. Die Kinder waren in den Hof des Krankenhauses gebracht worden. Den Vormittag überspielten sie dort. Sie hatten sogar einen Ball bekommen. Am Nachmittag kamen Schärpe und Hantel. Während der Stunden, in denen sie die Aktion durchführten, lag Totenstille über Block 20. Ahnten die Kinder, was ihnen bevorstand? Die ersten haben geschrien. Dann erzählte man ihnen, sie würden geimpft. Ich hörte die Schläge, wenn die Köpfe und Körper der Kinder im Waschraum auf den Boden prallten. Plötzlich lief Schärpe heraus. Ich hörte, wie er sagte, ich kann schon nicht mehr. Er lief irgendwo hin. Und Hantel übernahm den Rest. Im Lager wurde damals erzählt, Schärpe sei zusammengebrochen. Angeklagter Schärpe, haben Sie etwas dazu zu sagen? Der Bericht des Zeugen scheint mir sehr übertrieben. Ich jedenfalls kann mich an diese Vorkommnisse nicht erinnern. Gesang vom Bunkerblock.
Ich wurde verurteilt zu 30 Mal Stehzelle. Das bedeutete tagsüber Strafarbeit und nachts die Zelle. Was war der Grund der Verurteilung? Ich hatte mich zweimal bei der Essensausgabe angestellt. Wo befanden sich die Stehzellen? Am Ende des Kellerganges im Block 11. Es gab 4 solcher Zellen. Wie groß war eine Zelle? Ihr Umfang war 90 mal 90 Zentimeter. Die Höhe etwa 2 Meter. Gab es ein Fenster? Nein. Es gab nur ein Luftloch oben in der Ecke. Das war 4 mal 4 Zentimeter groß. Der Luftschacht lief durch die Mauer und war mit einem perforierten Blechdeckel an der Außenwand abgeschlossen. Und die Tür? Man musste durch eine etwa 50 cm hohe Luke am Boden hineinkriechen. Die Luke war aus schwerem Holz. Dahinter war noch ein Eisengitter, das verriegelt wurde. Waren Sie allein in der Zelle? Anfangs war ich allein. Während der letzten Woche standen wir doch zu 4. Gab es Häftlinge, die Tag und Nacht in der Stehzelle waren? Das war die häufigste Art der Verurteilung. Die Systeme waren verschieden. Einige erhielten dort nur alle 2 oder 3 Tage etwas zu essen. Andere erhielten keine Verpflegung. Diese waren zum Hungertod verurteilt. Mein Freund Kurt Pachala starb in der Zelle nebenan, nach 15 Tagen. Er aß zuletzt seine Schuhe auf. Er starb am 14. Januar 1943. Ich erinnere mich daran, denn es war mein Geburtstag. Wer zum Stehbunker ohne Verpflegung verurteilt war, konnte schreien und fluchen, so viel er wollte. Die Tür wurde nie geöffnet. In den ersten 5 Nächten schrie er laut. Dann hörte der Hunger auf und der Durst nahm überhand. Er stöhnte, bat und flehte. Er trank seinen Urin und leckte die Wände ab. 13 Tage dauerte die Durstzeit. Dann war nichts mehr aus seiner Zelle zu hören. Es dauerte über 2 Wochen, bis er tot war. Aus den Stehzellen mussten die Leichen mit Stangen herausgekratzt werden. Aus welchem Grund war dieser Mann verurteilt worden? Er hatte einen Fluchtversuch unternommen. Ehe er in die Zelle eingeliefert wurde, musste er während des Abendappells an den Häftlingen vorbei marschieren. Es war ihm eine Tafel umgebunden worden, mit der Aufschrift: Hurra, ich bin wieder da. Diese Worte musste er laut rufen und dazu mit einem Paukenschlägel auf eine Trommel schlagen. Angeklagter Schlage, haben Sie Häftlinge in den Stehzellen verhungern lassen? Herr Direktor, ich bitte Folgendes zu Gehör zu bringen. Ich war in Block 11 nur Schließer. Ich bekam meine Befehle von meinen Vorgesetzten und hatte daran, mich zu halten. Für alles, was im Bunker geschah, war nicht ich, sondern der Arrestverwalter verantwortlich. Wer gab den Häftlingen Verpflegung? Das haben die Funktionshäftlinge getan. Wer schloss die Zellen auf? Es waren auch die Funktionshäftlinge. Wir Arrestaufseher mussten nur die äußeren Gitter aufschließen, wenn die politische Abteilung kam. Sind Häftlinge im Arrestbunker gestorben? Schon möglich, aber ich kann mich nicht erinnern. Wer hat das Totenbuch geführt und die Todesursachen eingetragen? Das haben alles die Funktionshäftlinge allein gemacht. Und Sie hatten gar nichts zu tun? Ich hatte die eigenen Leute zu bewachen, die im oberen Stockwerk im Arrest saßen. Da waren manchmal bis zu 18 Mann. Ich musste aufpassen, dass sie sich nicht das Leben nahmen oder sonstige Dummheiten machten. Im Bunker waren also auch Mitglieder der Lagermannschaften inhaftiert? Natürlich. Die Gerechtigkeit erstreckte sich auf alle. Herr Vorsitzender, jede Schwäche musste doch bekämpft werden. Ich gehörte dem Leichenkommando an, das die Hungerzellen zu räumen hatte. Oft waren Tote dabei, die am Gesäß und an den Schenkeln angebissen waren. Ich fragte den Bunker Jakob, der überall die Aufsicht führte, wie kannst du das ertragen? Da sagte er, gelobt sei, was hart macht. Mir geht es gut.
Ich esse die Rationen von denen da drinnen. Am 3. September 1941 wurden im Bunkerblock die ersten Versuche von Massentötungen durch das Gas Zyklon B vorgenommen. Sanitätsdienstgrade und Wachmannschaften führten etwa 850 sowjetische Kriegsgefangene sowie 220 kranke Häftlinge in den Block 11. Nachdem man sie in die Zellen geschlossen hatte, wurden die Fenster mit Erde zugeschüttet. Dann wurde das Gas durch die Lüftungslöcher eingeworfen. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass einige noch am Leben waren. Infolgedessen schüttete man eine weitere Portion Zyklon B ein. Am Abend kam der Kommandant und sein Stab. Ich hörte den Kommandanten sagen, jetzt bin ich doch beruhigt. Jetzt haben wir das Gas. Und alle diese Blutbäder bleiben uns erspart. Gesang vom Zyklon B. Ich arbeitete im Sommer und Herbst 1941 in der Bekleidungskammer des Lagers. Dort wurde die schmutzige Wäsche mit dem Gaszyklon B entwest. Unser Vorgesetzter war der Desinfektor Breitwieser. Herr Zeuge, ist der Genannte in diesem Raum anwesend? Dies ist Breitwieser. Am 3. September sah ich Breitwieser in Begleitung von Stark sowie anderen Herren der politischen Abteilung mit Gasmasken und Büchsen zum Block 11 gehen. Danach gab es Lagersperre. Am nächsten Morgen war Breitwieser böse, weil irgendetwas nicht geklappt hatte. Es war nicht richtig abgedichtet worden. Und die Vergasung musste noch einmal vorgenommen werden. Zwei Tage später fuhren die Rollwagen voll mit Leichen aus dem Hof. Um wie viel Uhr sahen Sie Breitwieser am 3. September auf dem Weg zum Block 11? Gegen 9 Uhr abends. Das ist unmöglich! Erstens war ich abends nie im Lager und zweitens hätte man mich um diese Jahreszeit gar nicht erkennen können, denn da lag immer eine Dunstschicht über dem Gelände vom Fluss her. War Ihnen bekannt, dass an diesem Abend Häftlinge im Block 11 durch das Gas getötet werden sollen? Ja, das hat sich herumgesprochen. Haben Sie nicht gesehen, wie die Häftlinge in den Block getrieben wurden? Herr Präsident, Dienstschluss war bei uns um 18 Uhr. Ich bin nie nach 18 Uhr im Lager gewesen. Mussten Sie nie nach 18 Uhr Kleider ausgeben, wenn neue Transporte angekommen waren? Wenn nach 18 Uhr Häftlinge ankamen, haben Funktionshäftlinge den Schlüssel zur Bekleidungskammer abgeholt und die Kleider ausgegeben. Was für eine Funktion hatten Sie als Desinfektor? Wenn ich mal so sagen darf, ich hatte die Anweisungen zu geben. Waren Sie für diese Tätigkeit ausgebildet worden? Ich wurde im Sommer 1941 zusammen mit 10 bis 15 anderen zur Ungezieferbekämpfung abkommandiert. Da waren ein paar Herren von der Firma Degisch, die das Gas lieferte. Diese unterwiesen uns in der Handhabung des Gases. Wurden Sie mit Ihren Fachkenntnissen nicht hinzugezogen, als man damit begann, Menschen mit Zyklon B zu töten? Ich sage grundsätzlich nur, was wahr ist. Ich vertrug das Gas nicht. Ich bekam Magenbeschwerden und bat darum, versetzt zu werden. Wurden Sie versetzt? Noch nicht gleich. Wann wurden Sie versetzt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie wurden im April 1944 versetzt. Bis dahin stiegen Sie noch in den Graden. Zunächst wurden Sie zum Rottenführer und dann zum Unterscharführer befördert. Wir protestieren gegen diese Unterschiebung. Das Mitglieder des Lagerpersonals im Rang gestiegen ist einzig und allein dienstlich zu bewerten und beweist keineswegs ihre Mitschuld. Wo wurde das Gas aufbewahrt? Es stand im Keller der Apotheke, in Kisten verpackt. Angeklagter Capesius, war Ihnen als Vorstand der Apotheke bekannt, dass dort Zyklon B gelagert wurde? Da muss der Herr Zeuge einer Verwechslung zum Opfer gefallen sein. Was diese Kisten im Keller betrifft, so enthielten sie Ovomaltine. Es war eine Sendung vom Schweizer Roten Kreuz. Ich habe den Karton mit Ovomaltine gesehen. Und ich habe die Kiste mit dem Zyklon gesehen.
Und auch die Koffer habe ich gesehen, in denen der Angeklagte Capesius Schmuckstücke und Zahngold verwahrte. Das sind Erfindungen! Woher stammt das Geld, mit dem sich der Angeklagte Capesius sofort nach dem Krieg eine eigene Apotheke und einen Schönheitssalon einrichtete? Und woher stammen die 50.000 Mark, die mir und einigen anderen Zeugen geboten worden, wenn wir hier beschwören würden, Capesius habe im Lager nur die Apotheke verwaltet und nicht die Aufsicht gehabt über das Zyklon B und das Phenol? Darüber ist mir nichts bekannt. Ich möchte dem Gericht folgenden Brief, den ich erhalten habe, zur Kenntnis geben. Der Brief ist mit den Worten überschrieben: Arbeitsgemeinschaft für Recht und Freiheit. Sein Inhalt lautet: Sie werden bald von der Bildfläche verschwinden. Sie werden einen qualvollen Tod sterben. Unsere Mitarbeiter beobachten Sie ständig. Sie können jetzt wählen, Tod oder Leben. Das Gericht wird die Herkunft dieses Briefes untersuchen. Herr Zeuge, können Sie angeben, was auf den Kisten stand? Da stand: Vorsicht, Giftgas. Haben Sie den Inhalt der Kiste gesehen? Ich sage, öffnete Kisten mit den Büchsen drin. Was stand auf den Etiketten? Giftgas-Zyklon. Stand noch mehr darauf? Da stand noch: Vorsicht ohne Warnstoff. Nur durch geübtes Personal zu öffnen. Herr Zeuge, haben Sie gesehen, dass diese Büchsen zu den Gaskammern transportiert wurden? Wir hatten solche Kisten in den Sanitätswagen zu verladen. Wer fuhr im Wagen mit? Ich sah dort Dr. Frank und Dr. Schatz sowie Dr. Capesius. Sie hatten ihre Gasmasken dabei. Dr. Schatz hatte sogar einen Stahlhelm auf. Ich erinnere mich daran, denn einer seiner Begleiter sagte: Du siehst aus wie ein kleiner Pilz. Wir möchten das Gericht daran erinnern, dass zu gewissen Zeiten im Krieg das Tragen von Gasmasken Pflicht war. Weder das Weggehen unserer Mandanten noch ihr Zurückkommen mit einer Gasmaske beweist, wohin sie gegangen sind. Herr Zeuge, haben Sie Lieferscheine für die Sendungen des Gases gesehen? Als Absender war die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung angegeben. Angeklagter Mulka, als Lageradjutant unterstand Ihnen auch die Fahrbereitschaft. Hatten Sie da Fahrbefehle auszuschreiben? Ich habe keine solchen Befehle geschrieben. Damit hatte ich nichts zu tun. Wussten Sie, was Anforderungen von Material zur Umsiedlung bedeuteten? Nein. Angeklagter Mulka, das Gericht ist im Besitz von Fahrbefehlen zum Transport von Material zur Umsiedlung. Diese Dokumente sind von Ihnen unterschrieben. Es mag sein, dass ich den einen oder den anderen Befehl einmal abzeichnen musste. Haben Sie nicht erfahren, dass Material zur Umsiedlung aus dem Gaszyklon B bestand? Wie ich bereits äußerte, war mir dies nicht bekannt. Von wem wurden die Anforderungen dieses Materials ausgegeben? Sie liefen durch Fernschreiben ein und wurden an den Kommandanten oder den Schutzhaftlagerführer weitergeleitet. Von dort gelangten sie an den Chef der Fahrbereitschaft. Lag es nicht in Ihrem Interesse zu erfahren, wozu die Lastwagen der Fahrbereitschaft eingesetzt wurden? Es war mir ja bekannt, dass sie zur Materialverfrachtung benötigt wurden. Wurden auch Häftlinge in den Lastwagen transportiert? Davon weiß ich nichts. Zu meiner Zeit gingen die Häftlinge zu Fuß. Angeklagter Mulka, wussten Sie, wohin die von der Rampe abgeholten Häftlinge befördert wurden? Ich nahm an, dass sie in ihre Quartiere kämen. Angeklagter Mulka, es befindet sich in unserer Hand ein Schriftstück, in dem die Rede ist von der erforderlichen dringenden Fertigstellung der neuen Krematorien. Das Schreiben ist von Ihnen unterzeichnet. Ja, das muss ich wohl diktiert haben. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie von den Massentötungen nichts gewusst haben? Alle meine Einlassungen entsprechen der Wahrheit. Wir haben als Zeugen einberufen den ehemaligen Werkstattleiter der Fahrbereitschaft des Lagers. Herr Zeuge, wozu wurden die Lastwagen eingesetzt? Zum Abholen von Frachten und zum Häftlingstransport. Wohin wurden die Häftlinge transportiert? Ins Lager rein, wo sie da ausgesucht wurden und was da so war.
Wohin fuhren Sie dann mit den Menschen? Bis zum Lagerende. Da war ein Birkenwald. Da wurden die Leute abgeladen. Wohin gingen die Menschen? In ein Haus rein. Dann habe ich nichts mehr gesehen. Was geschah mit den Menschen? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Erfuhren Sie nicht, was mit ihnen geschah? Die wurden wohl verbrannt. An Ort und Stelle. Gesang von den Feueröfen. Herr Zeuge, Sie gehörten zu den Fahrern der Sanitätswagen, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern transportiert wurde. Ich war als Traktorführer ins Lager kommandiert worden und musste dann später auch als Fahrer von Sanitätswagen Dienst tun. Wohin fuhren Sie? Ich hatte die Sanitäter und Ärzte abzuholen. Wer waren die Ärzte? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen? Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers. Wohin fuhren Sie von der Rampe aus? Zu den Krematorien. Fuhren die Ärzte mit? Ja. Was taten die Ärzte dort? Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten. Welche Sachen? Die Vergasungen. Befanden sich bei Ihrer Ankunft die Menschen schon in der Gaskammer? Sie waren noch beim Auskleiden. Gab es da keine Unruhen? Wie ich da war, ging es immer ganz friedlich zu. Was konnten Sie vom Vorgang der Vergasung sehen? Wenn die Häftlinge in die Kammern eingeführt worden waren, gingen die Sanitäter zu den Luken, setzten ihre Gasmasken auf und entleerten die Büchsen. Wie viele Büchsen wurden entleert? 3 bis 4 Büchsen in jedes Loch. Wie lange dauerte das? Es war eine Minute. Schrien die Menschen nicht? Wenn einer gemerkt hatte, was los war, konnte man wohl mal einen Schrei hören. Herr Zeuge, wie weit stand Ihr Wagen von der Vergasungskammer entfernt? Der stand auf dem Weg, etwa 20 Meter ab. Und da konnten Sie hören, was unten in den Kammern geschah? Manchmal bin ich ausgestiegen, um zu warten. Was taten Sie da? Nichts. Ich rauchte eine Zigarette. Näherten Sie sich den Luken über der Gaskammer? Ich ging manchmal etwas auf und ab, um mir die Beine zu vertreten. Was hörten Sie da? Wenn die Deckel von den Luken abgehoben wurden, hörte ich ein Dröhnen von unten, als ob sich dort viele Menschen unter der Erde befänden. Und was taten Sie dann? Die Luken wurden wieder geschlossen und ich musste zurückfahren. Herr Zeuge, Sie waren Häftlingsarzt im Sonderkommando, das zum Dienst in den Krematorien eingesetzt war. Wie viele Häftlinge befanden sich in diesem Kommando? Insgesamt 860 Mann. Das Häftlingskommando wurde im Abstand von einigen Monaten vernichtet und durch eine neue Belegschaft ersetzt. Wem unterstanden Sie? Dr. Mengele. Herr Zeuge, wie ging die Einlieferung in die Gaskammern vor sich? Der Lokomotivpfiff vor dem Einfahrtstor zur Rampe war das Signal, dass ein neuer Transport eintraf. Das bedeutete, dass in etwa einer Stunde die Öfen voll gebrauchsfähig sein mussten. Die Elektromotoren wurden eingeschaltet. Diese trieben die Ventilatoren, die das Feuer in den Öfen auf den erforderlichen Hitzegrad brachten. Konnten Sie sehen, wie die Gruppen von der Rampe kamen? Vom Fenster meines Arbeitszimmers aus konnte ich den oberen Teil der Rampe und den Weg zum Krematorium überblicken. Die Menschen kamen in Fünferreihen an. Die Kranken fuhren in Lastwagen hinterher. Die Kinder hingen an den Röcken der Mütter. Ältere Männer trugen Säuglinge oder schoben Kinderwagen. Der Weg war mit schwarzer Schlacke bestreut. Rechts und links waren ein paar Wasserhähne auf den Grasflächen. Oft drängten sich die Menschen darum und das Kommando ließ sie noch trinken, trieb sie aber zur Eile an. Sie hatten noch etwa 50 Meter zu gehen, bis sie zur Treppe kamen, die hinunter in den Auskleideraum führte.
Wie viele Menschen wurden auf einmal hinabgeführt? 1000 bis 2000 Menschen. Brach nie Panik aus zwischen den vielen Menschen im engen Raum? Es ging alles sehr schnell und effektiv. Das Kommando zum Ausziehen wurde gegeben und während die Menschen sich noch ratlos umsahen, half das Sonderkommando ihnen schon beim Abnehmen der Kleider. An den Seiten waren Bänke aufgestellt mit nummerierten Haken darüber und es wurde wiederholt gesagt, dass Kleidungsstücke und Schuhe zusammengebunden aufzuhängen seien und dass jeder sich die Nummer seines Hakens zu merken habe, damit nach der Rückkehr aus dem Bad kein Durcheinander entstehe. In dem grellen Licht kleideten sich die Menschen aus, Männer und Frauen, Alte und Junge, Kinder. Warfen sich diese vielen Menschen niemals auf ihre Wache? Nur einmal hörte ich, wie einer rief, sie wollen uns umbringen. Aber da antwortete schon ein anderer, das ist undenkbar, niemals kann so etwas geschehen, verhaltet euch ruhig. Die Leute vom Sonderkommando riefen, schnell, schnell, das Wasser wird kalt. War der andere Raum durch Duschen getarnt? Nein, da war nichts. Wie groß war dieser Raum? Kleiner als der Auskleideraum, etwas mehr als 30 Meter lang. Wenn 1000 und mehr Menschen in einem solchen Raum zusammengedrängt wurden, musste es doch zum Aufruhr kommen. Da war es zu spät. Die Letzten wurden hineingepresst und die Tür wurde zugeschraubt. Herr Zeuge, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Angesichts dieses Raumes mussten Sie doch wissen, dass Ihr Ende bevorstand. Es kam kein einziger heraus, um darüber berichten zu können. Wie lange dauerte die Wirkungszeit des Gases, bis der Tod eintrat? Das hing von der Menge des Gases ab. Aus Ersparnisgründen wurde meist nicht genügend eingeworfen, sodass die Tötung bis zu 5 Minuten dauern konnte. Wie lange stand der Raum unter Gas? 20 Minuten. Dann wurden die Entlüftungsapparate eingeschaltet und das Gas herausgepumpt. Herr Zeuge, sahen Sie diesen Raum nach der Öffnung? Ja. Die Leichen lagen übereinander gedrängt, in der Nähe der Tür und der Säulen. Und zwar lagen Säuglinge, Kinder und Kranke unten, darüber die Frauen und ganz oben die kräftigsten Männer. Dies war so zu erklären, dass die Menschen sich gegenseitig niedertraten und aufeinander kletterten, weil das Gas sich anfangs am stärksten in Bodenhöhe entwickelte. Die Menschen waren ineinander verkrallt. Die Haut war zerkratzt, viele bluteten aus Nase und Mund. Die Gesichter waren angeschwollen und fleckig. Die Menschenhaufen waren besudelt von Erbrochenem, von Kot, Urin und Menstruationsblut. Das Räumungskommando kam mit Wasserschläuchen und spritzte die Leichen ab. Dann wurden sie in die Lastfahrstühle gezogen und hinauf in den Verbrennungssaal befördert. Wie groß waren die Fahrstühle? Es waren 2 Lastenaufzüge, die je 25 Tote fassten. Sobald ein Aufzug voll beladen war, wurde ein Klingelzeichen gegeben. Oben an den Fahrstühlen stand das Schleppkommando bereit. Sie trugen eine Schlinge in der Hand, die sie den Toten um das Handgelenk streiften. Auf einer eigens dazu bestimmten Bahn wurden die Leichen zu den Öfen geschleift. Das Blut wurde von ständig fließendem Wasser abgespült. Vor der Verbrennung wurden sie von Spezialkommandos zur Auswertung übernommen. Alles, was noch an Schmuck an den Körpern zu finden war, wurde abgenommen. So dann wurde das Haar geschnitten und sofort gebündelt und in Säcke verpackt und zum Schluss traten die Zahnzieher an, die sich auf Dr. Mengeles ausdrücklichen Befehl aus erstklassigen Spezialisten zusammensetzten. Doch bei ihrer Arbeit mit Zangen und Brecheisen rissen sie mit den Goldzähnen und Brücken ganze Stücke der Kiefer heraus und die Knochenstücke und das daran haftende Fleisch wurden in einem Säurebad weggeätzt. 100 Mann arbeiteten unaufhörlich vor den Öfen, in 2 Schichten. Bei volllaufendem Betrieb waren zusammen
46 Verbrennungskammern angeheizt. Es kam jedoch selten vor, dass alle Öfen gleichzeitig arbeiteten, da diese aufgrund der Überheizung oft beschädigt waren. Die Hersteller dieser Öfen, die Firma Topf und Söhne, hat, wie es in ihrer Patentschrift nach dem Kriege heißt, ihre Einrichtungen aufgrund gewonnener Erfahrungen verbessert. Hier wird nicht der Prozess gegen industrielle Unternehmungen geführt. Herr Zeuge, wie lange dauerte die Verbrennung in einer Ofenkammer? Ungefähr eine Stunde. Dann konnte ein neuer Schub gefasst werden. Bei Überfüllung verbrannte man die Leichen auch in Gruben. An den Enden der Gruben waren Abflussgräben für das Fett. Das wurde mit Büchsen abgeschöpft und über die Leichen gegossen, damit sie besser brannten. Im Sommer 1944, als die Verbrennungen die höchsten Ziffern erreichten, wurden täglich bis zu 20.000 Menschen vernichtet. Ihre Asche wurde mit Lastwagen zu dem 2 Kilometer entfernten Fluss gefahren und dort ins Wasser geschüttet. Wie wurden die Wertgegenstände und das Zahngold verwaltet? Die Kleider und Schuhe, die von den Häftlingen selbst noch ordentlich zusammengelegt worden waren, liefen ins Reich, wo sie den Ausgebombten zugute kamen. Das Zahngold wurde eingeschmolzen. Ich wurde als Untersuchungsrichter angefordert, weil ausgehende Pakete, die kiloweise Gold enthielten, beschlagnahmt worden waren. Ich ermittelte, dass es sich um Zahngold handelte. Nachdem ich das Gewicht einer einzelnen Plombe errechnet hatte, kam ich zu dem Ergebnis, dass Tausende von Menschen notwendig waren, um einen solchen Klumpen herzugeben. Wurde denn damals von außen ein Richter einberufen, der Vorgänge im Lager zu untersuchen hatte? Irgendwo lebten noch Vorstellungen von einem Rechtsstaat fort. Der Kommandant wollte die Korruption im Lager bekämpfen. Bei meinem Besuch klagte er mir, dass seine Leute der schweren Arbeit charakterlich oft nicht gewachsen seien. Als Richter erhob ich damals Anklage auf Raub und einige wurden verhaftet und abgeurteilt. Wie ging eine solche Anklage vor sich? Es war ein Scheinprozess. Weiter nach oben hin konnte nicht verhaftet werden. Und auf vielfachen Mord war in diesem Fall keine Anklage möglich. Sahen Sie als Untersuchungsrichter keine anderen Möglichkeiten, Ihre Kenntnisse zu veröffentlichen? Vor welchem Gerichtshof hätte ich Klage erheben können über die Mengen der Getöteten und über die von den höchsten Verwaltungsstellen übernommenen Werte? Ich konnte doch kein Verfahren gegen die oberste Staatsführung einleiten. Ich wusste, dass niemand mir geglaubt hätte. Ich dachte auch an Flucht über die Grenze, aber ich zweifelte, ob man mir dort glauben würde. Ich fragte mich, was geschehen würde, wenn man mir glaubte. Und wenn ich verhört werden sollte gegen mein eigenes Volk. Ich konnte mir nur denken, dass man dieses Volk vernichten würde für seine Taten. So blieb ich. Herr Zeuge, halten Sie es für möglich, dass der Adjutant des Lagerkommandanten nicht über die Vorgänge in den Krematorien unterrichtet war? Ich halte es für unmöglich. Jedem der 5000 Mitglieder des Personals, die im Lager arbeiteten, waren die Vorgänge bekannt. Und jeder leistete auf seinem Posten, was für das Funktionieren des Ganzen geleistet werden musste. Des Weiteren wusste jeder Zugführer, jeder Weichensteller, jeder Bahnhofsbeamte, der mit der Verfrachtung der Menschen zu tun hatte, was im Lager geschah. Jede Telegraphistin und Stenotypistin, an denen die Deportationsbefehle vorbeiliefen, wusste davon. Jeder Einzelne in den 100 und 1000 Amtsstellen, die mit den Aktionen beschäftigt waren, wusste, worum es ging. Wir protestieren gegen diese Behauptungen, die vom Hass diktiert sind. Niemals kann Hass eine Grundlage bilden für die Beurteilung der hier zur Sprache geführten Einzelheiten. Ich stehe gleichgültig vor den einzelnen Angeklagten und gebe nur zu bedenken, dass sie ihr Handwerk nicht hätten ausführen können, ohne die Unterstützung
von Millionen anderen. Hier steht nur zur Diskussion, was unseren Mandanten bewiesenerweise vorgehalten werden kann. Vorwürfe allgemeiner Art bleiben belanglos, vor allem Vorwürfe, die sich gegen eine ganze Nation richten, die während der hierzu erörternden Zeit in einem schweren und aufopfernden Kampf stand. Ich bitte nur, darauf hinweisen zu dürfen, wie dicht der Weg von Zuschauern gesäumt war, als man uns aus unseren Wohnungen vertrieb und in die Viehwagen lud. Die Angeklagten in diesem Prozess stehen nur als Handlanger, ganz am Ende. Herr Zeuge, können Sie uns aus Ihrer Sicht sagen, wie hoch Sie die Gesamtzahl der im Lager getöteten Menschen schätzen? Von den 9.600.000 Verfolgten sind 5.700.000 verschwunden. Allein in diesem Lager wurden über 3 Millionen ermordet. Selbst wenn wir alle die Opfer aufs Tiefste beklagen, so ist unsere Aufgabe hier, Übertreibungen und von bestimmter Stelle gelenkten Beschmutzungen entgegenzuwirken. Nicht einmal die Zahl von 2 Millionen lässt sich bestätigen. Nur die Tötung von einigen Hunderttausend hat Beweiskraft. Es wird uns in diesem Prozess nur allzu deutlich, welche politischen Absichten hier die Aussagen bestimmen, über die untereinander zu verhandeln, die Zeugen reichlich Gelegenheit hatten. Das ist eine bewusste und gewollte Missachtung und Kränkung der Millionen Toten des Lagers und der Überlebenden, die sich bereit gefunden haben, hier als Zeugen auszusagen. In einem solchen Verhalten der Verteidigung wird offensichtlich die Fortsetzung jener Gesinnung demonstriert, die die Angeklagten in diesem Prozess schuldig werden ließ. Das soll hier mit Nachdruck und mit aller Deutlichkeit festgestellt werden. Wer ist denn dieser Nebenkläger mit seiner unpassenden Kleidung? Es entspricht mitteleuropäischen Gesellschaftsformen, mit geschlossener Robe im Gerichtssaal zu erscheinen. Wir rufen zur Ordnung. Angeklagter Mulka, wollen Sie uns jetzt nicht sagen, was Sie im Zusammenhang mit den Vernichtungsaktionen gewusst und angeordnet haben? Ich habe nichts Diesbezügliches angeordnet. Haben Sie nichts von den Vernichtungsaktionen erfahren? Erst gegen Ende meiner Dienstzeit. Ich kann heute sagen, dass ich von Abscheu erfüllt war. Wenn Sie von Abscheu erfüllt waren, warum weigerten Sie sich dann nicht, daran teilzunehmen? Ich war Offizier und kannte das Militärstrafgesetz. Sie waren kein Offizier. Doch, ich war Offizier. Sie waren kein Offizier. Sie haben einem uniformierten Mordkommando angehört. Hier wird meine Ehre angegriffen. Angeklagter Mulka, es handelt sich um Mord. Wir waren davon überzeugt, dass es bei diesen Befehlen um die Erreichung eines versteckten Kriegszieles ging. Herr Präsident, ich bin darunter fast seelisch zerbrochen. Ich wurde so krank davon, dass ich ins Lazarett eingeliefert werden musste. Aber das muss ich hier betonen, dass ich alles nur von außen sah und dass ich meine Finger aus der Sache hielt. Hohes Gericht! Ich war gegen diese ganze Angelegenheit. Ich wurde selbst ein Verfolgter des Systems. Was geschah Ihnen denn? Ich wurde verhaftet, weil ich mich defätistisch geäußert hatte. 3 Monate saß ich in Haft. Nach meiner Freilassung kam ich in die Terrorangriffe des Feindes. Vieles konnte ich damals noch retten, als ich, als alter Soldat, bei den Räumungsarbeiten mithalf. Mein eigener Sohn kam um. Herr Präsident, man soll in diesem Prozess auch nicht die Millionen vergessen, die für unser Land ihr Leben ließen. Und man soll nicht vergessen, was nach dem Krieg geschah und was immer noch gegen uns vorgenommen wird. Wir alle, das möchte ich nochmals betonen, haben nichts als unsere Schuldigkeit getan. Selbst wenn es uns oft schwer fiel und wenn wir daran verzweifeln wollten. Heute, da unsere Nation sich wieder zu einer führenden Stellung emporgearbeitet hat,
sollten wir uns mit anderen Dingen befassen, als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssten. Die Ermittlung, Hörspiel von Peter Weiß. Die Rollen und ihre Sprecher waren Richter Fritz Strassner, Ankläger Herbert Fleischmann, Verteidiger Helmut Peine. In der Rolle der Angeklagten Mulka Fritz Schröder-Jahn, Boger Joachim Tege, Capesius Günther Sauer, Dr. Frank Jörg Schleicher, Dr. Schatz Karl Box, Dr. Lukas Viktor Stefan Görz, Kaduk, Bum Krüger, Hofmann, Peter Lehmbrock, Kleer, Max Walter Sieg, Schärpe, Hans-Hermann Schaufuß, Hantel, Robert Michal, Stark, Helmut Lange, Baretzky, Horst Beck, Schlage, Max Meirich, Bischof, Herbert Kroll, Broat, Karl Liefen, Breitwieser, Alexander Hegart, Bednarek, Johannes Schauer. In der Rolle der Zeugen Benno Sterzenbach, Friedrich Joloff, Wolfgang Büttner, Ursula Langrock, Hanne Hiob, Ernst Ronecker, Josef Schaper, Hans-Helmut Dicko, Robert Graf. Ton Werner Krumm, Schnitt Gerda Schneider, Assistenz Klaus Kunze, Regie Peter Schulze-Rohr. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen, dem Saarländischen Rundfunk, dem Sender Freies Berlin, dem Süddeutschen Rundfunk, dem Südwestfunk, dem Westdeutschen Rundfunk und der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft aus dem Jahre 1965.